Moin Moin, herzlich willkommen zu unserem Medientechnik-Podcast von Care & Stelli zur Kampagne Bildung braucht Qualität. Heute geht es in der Folge um das Thema, wer billig kauft, kauft zweimal. Mein Name ist André Rüttinger, Produktmanager für interaktive Lösungen. Und ich bin Thomas Reichwein, ebenfalls Produktmanager für interaktive Lösungen. Herzlich willkommen. Ja, André, wir machen heute keinen klassischen Podcast. Warum erwähne ich das? Naja, es wird der eine oder andere natürlich jetzt bei Spotify oder auch bei Apple Podcasts zuhören. Und deshalb der Hinweis, wir haben das Ganze auch als Videopodcast. Das heißt, einfach mal in die Beschreibung gucken. Da findet ihr den Link zum Videopodcast. Ganz genau. Und sollen wir schon mal verraten, worum es geht heute? Sehr gerne. Wir wollen heute so einen knallharten Reality-Check machen, wie sich unsere Premium-Hersteller im Klassenraum so schlagen. Und dazu hat mir mein Sohn was mitgebracht. André grinst schon ein wenig, weil wir haben etwas, was man im Schulalltag vielleicht so als Siebenjähriger so immer so in seinem Schulranzen hat. Und da wollen wir mal sehen, wie sich das auswirkt auf unsere beiden Premium-Hersteller und die Displays im Alltag. Ganz genau. So, dann schauen wir mal, was dir dein Sohn hier alles mitgegeben hat. Ja, ist eine ganze Menge. Vielleicht sortieren wir das erstmal ein bisschen. Ich bin noch am Ausschütten, da ist noch was drin. Da ist noch was drin. So, oh. Vorsicht. Ich sehe schon, guck mal hier, die kleinen Sachen. Der gute alte Flummi. Ja, ist traditionell, ja. Genau. Das gibt's halt immer noch. Ups, oh Gottes Willen, da fliegt schon die erste Pistole auf den Boden. Und da sind wir auch schon, guck mal hier. Ja, ich sehe schon. Da werden natürlich nur Schaumstoffpfeile mit abgeschossen. Hier genau. Ist, was ist das? Das ist in der Tat von Paw Patrol. Das ist ein Armband und da schießen auch solche Chips raus. Das, ach, das gehört zusammen? Das ich dachte, zusammen. Das ist eine Einkaufsmarke vom Nein, Einkaufsmarkt. Nein, das ist eine gefährliche Abteilung. Da bin ich sehr gespannt tatsächlich. Ja, ich auch. Aber ich auch hier, ne, man kennt es immer noch. Den klassischen Teller für die Mittagssuppe. Für die Cornflakes. Genau. Nein, das ist tatsächlich eine Frisbee-Scheibe. Auch immer noch, ja, gefährlich, wenn man damit nicht umgehen kann, sag ich ganz ehrlich. Ja, ne? Und dabei guckst du immer mich an. Ich verstehe es nicht. Wir werden es ausprobieren. Ja. Ein Hightech-Säbel. Also das ist wirklich etwas aus dem Fundus des Piraten. Ja, ein Piratensäbel. Ja. Auch das findet sich unter Umständen in so einem Schulranzen. Und dann haben wir noch zwei Bälle, ne? Ja, das Football-Ei und dann natürlich der klassische Fußball. Darf in keinem Klassenzimmer fehlen. Ganz genau. Und interessant, was dein Sohn so alles in seinem Schulranzen hat. Da frage ich mich dann ja, ist da nicht noch Platz? Wo ist denn der Platz für die Schulbücher? Aber? Ja, es wird alles digital. Also richtig. Hast du natürlich hier viel Platz für Unterhaltung. Und, klar. Und wenn dein Sohn der Sohn eines Produktmanagers für interaktive Lösungen ist, dann ist es völlig nachvollziehbar. Und wir werden mal gucken, wie sich dieses authentische Material eines Siebenjährigen im Schulalltag auf unsere Premium-Hersteller-Produkte auswirkt. Und das wird bestimmt ein spannender Test. Ich bin schon sehr gespannt. Ich auch. Los geht's. Safety first. Jetzt wird's gefährlich. Ja, dann würde ich sagen, geht's los. Ich würde gerne anfangen, ja, sehr gut. Schieß mal los. Ich greife zum Hightech-Spielzeug. Nehmen wir kurz eine Sicherung hier. Aus dem Hause Paw Patrol. Und dann schießen wir mal einfach. Boah. Uiuiui. Das war ein Schuss, hä? Ein Treffer. Was nimmst du denn? Was mache ich denn jetzt? Pass mal auf. Ich schmeiß dir einen Pass zu. Ja? Okay. Also. Set hat ja. Und go! Oh. Mann, das war voll gemein. Junge. Hast du den Knall gehört? So, da du ja glaubst, ich bin eh nicht in der Lage, Frisbee zu spielen. Ja. Pass auf, beweise ich dir das Gegenteil. Du fängst und schwupps. Boah. Ja, also so, wenn das so du ist. Du kannst dich ja nur mit Fußball rechnen, oder? Das sehen wir zum Schluss auf, sag ich. Echt? Ja, ich nehme mal hier den guten alten Flummi. Ich habe schon lange keinen Flummi mehr gegen Schulinventar geworfen. Von daher. Kleiner Hinweis, es ist Katzenspielzeug. Interessant. Mhm. Es ist aber trotzdem relativ hart. Deswegen probieren wir es mal aus. Wir haben auch zwei harte Katzen. Scheint zu funktionieren. Ich habe die kleinere Variante und die wird dir ein Loch reinbrechen. Pass auf. Ah. Okay. Sehe ich noch nicht. Doch, der Fußball. Doch, ja, komm, was machen wir jetzt? Du hast mich jetzt auf den... Hier, machen wir den Torwart hier. Ja, pass auf. Du hast keine Chance.
Pass auf, damit es hier nicht völlig ausufert, werfe ich den Ball. Da bin ich doch ein bisschen kontrollierter als mit dem Fuß. Von Handball hast du nichts zu sagen. Okay. So, Thomas, bist du bereit? Ich bin immer bereit. Hier vorne kommt der kleine Pfeil rein. Einmal durchladen. Bitteschön. Ich danke dir. Sehr effektiv. Ja, das. Also es ist ja zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Pirat wäre, würde ich auf dich zustürmen. Du weichst aus. Ich weich aus, elegant. Und ich bin hier aber voll im Display gelandet. Ja. Gut. Ja, das, da würde ich sagen. Da würde ich sagen, Praxistest. Bestanden. Es ist absolut faszinierend. Also wenn ich mir vorstelle, das wäre früher in unserer Schule passiert, da hätte es doch Schaden gegeben ohne Ende. Richtig. Oder? Und das ist auch immer dieser Unterschied, wenn dann Leute oder Lehrer auch gerne von dem Fernseher da sprechen. Wenn ich das mit meinem Fernseher zu Hause mache. Ja, jetzt weißt du, warum wir keinen mehr haben. So. Genau. Das war doch echt cool. Das hat echt Spaß gemacht. Ja. Also ein wirklich seriöser Hardware-Test, den wir hier durchgeführt haben. Naja gut, es hatte ziemlich viel Entertainment-Faktor, sollte ja auch unterhalten sein, aber ein bisschen seriöser und fundierter hat das Gerion Holz von Promethean zusammengefasst und wir hören einfach mal rein, wie sein Kommentar dazu ist. Ja, also es ist ja sicher so, dass viele Menschen in einem Raum sind, ja, und da kann es auch mal wilder zugehen. Also muss es auf jeden Fall robust sein, keine Frage, wenn mal auch was durch den Klassenraum fliegt, ja, Stichwort Sicherheitsglas und Metallrahmen und Metallgehäuse. Sicherheit ist wichtig für alle Beteiligten. Wir finden die Situation vor, dass wir eine wechselnde Lehrer- und Schülerschaft haben. Ja? Also darf das System auch nicht nur auf einen Lehrer eingestellt sein. Also verschiedene Nutzerprofile sind daher wichtig. Zudem Sicherheitseinstellungen, Passwortverschlüsselung und so weiter. Langlebigkeit ist natürlich auch entscheidend, da nicht alle 5 Jahre dann neu beschafft werden kann, logischerweise, sondern die Tafeln dann für bedeutend länger konzipiert sein müssen. Ja, André, jetzt haben wir einiges gehört. Was ist denn für dich noch relevant aus Sicht der Auswahl des Produktes für den Klassenraum? Wie sieht es denn mit Zertifizierung aus im Bereich der zum Beispiel Schnittstellen? Du meinst sowas wie HDMI-Zertifizierung, USB-Zertifizierung, sowas genau, in der Richtung? Ganz genau, ja, richtig. Ist natürlich ein sehr wichtiger und relevanter Punkt. In dem Moment, wo wir natürlich zertifizierte Hardware haben, zertifizierte Anschlüsse, haben wir natürlich auch die Garantie, dass das Bild, die Qualität des Bildes entsprechend gut ist und solide ist. Muss sich vorstellen, wenn so ein Schüler den ganzen Tag auf so ein Display guckt in der Schule, dann ist das natürlich wichtig, dass das Bild auch entsprechend die Qualität hat. Richtig. Nicht flimmert, nicht flackert, die Auflösung entsprechend stimmt. Und das kriegst du natürlich nur hin, wenn du nicht billige Komponenten nutzt, sondern wirklich zertifizierte Komponenten. Und das haben wir bei unseren Premium-Herstellern. Richtig. Und dazu können wir auch gerne nochmal einen Originalton von Christian Schweiger von der Firma Smart hören. Die Geräte müssen natürlich für den Einsatz im Klassenzimmer konstruiert worden sein. Wir müssen bei der Beschaffung der Hardware darüber nachdenken, was kann denn in einem Klassenzimmer passieren, wo sowohl Erstklässler sitzen mit 6 Jahren, als auch dann eben Jugendliche mit 16, 17, 18 Jahren, die mit Sicherheit sich in einem Klassenraum anders verhalten und wo mit Sicherheit auch unerwartete Situationen auftreten können. Und es kann durchaus mal passieren, dass ein Gegenstand oder im Zweifel sogar ein Schüler selbst gegen ein Display fällt. Und dann muss auch gewährleistet sein, dass durch dieses Display keine Verletzungen entstehen. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, das Display muss robust genug sein, um auch diese Belastungen aushalten zu können. Natürlich muss es auch robust genug sein, um im täglichen Einsatz beim normalen Gebrauch bestehen zu können, dass dieses Display eben nicht nach 1, 2 oder 3 Jahren abgenutzt ist, dass es eben auch nach vielen Jahren oder im Notfall sogar nach Jahrzehnten immer noch funktioniert, mit einer guten Genauigkeit funktioniert und eben nicht abgenutzt ist. Thomas, was fällt dir eigentlich auf, wenn wir längere Zeit, so wie heute zum Beispiel, vor diesen Geräten unserer Premium-Hersteller stehen? Zum Beispiel, dass die Displays überhaupt nicht warm werden. Ja, das finde ich ein wichtiger Aspekt. Also wenn man lange vor so einem Display steht, jetzt als Lehrerin, Lehrer im Unterricht,
dann möchte man natürlich nicht das Saunagefühl haben, ja? Sondern man möchte da entspannt in der Unterrichtssituation sein, inwiefern das dann jeweils überhaupt möglich ist. Aber es soll da nicht noch ein Stressfaktor mit dazukommen. Und diese Wärme, die manche Geräte produzieren, ist ja eigentlich auch nur ein Indikator für Energieverbrauch. Richtig? Richtig, ganz genau. Und das spielt natürlich heutzutage eine immer wichtige Rolle, ne? Energieeffizienz, Nachhaltigkeit, deswegen halt auch Energy Star Zertifizierung. Alle Geräte unserer Hersteller, unserer Premium-Hersteller in dem Bereich, sind Energy Star zertifiziert. Und man muss sich ja vorstellen, es ist ja nicht so, dass man wie im privaten Bereich vielleicht einen Fernseher anschafft und wenn der jetzt ein bisschen mehr Energie verbraucht, okay, sondern eine Schule hat ja in der Regel dann auch mehrere Displays, das heißt eine höhere Ausstattung. Und damit natürlich summiert sich das Ganze am Ende des Jahres und da möchte man natürlich nicht irgendwann den Rechnungsschock bekommen und die Energiekosten dann übernehmen müssen. Ganz genau. Und da können wir gerne nochmal unsere beiden Premium-Hersteller selbst zu Wort kommen lassen. Einmal wieder der Christian Schweiger von Smart und Gerin Holz von Promethean. Genau. Da ist natürlich erstmal die Komponenten, die verbaut werden, müssen gewissen Qualitätsansprüchen entsprechen. Das ist natürlich der erste Punkt. Das heißt, ein Glas, das auf ein Display aufgebracht wird, muss einer gewissen Härte entsprechen. Der zweite Punkt ist natürlich, dass unsere Produkte nach der Produktion durch eine Qualitätsprüfung laufen. Und dort wird natürlich auch geprüft, dass die Robustheit, so wie sie geplant ist, tatsächlich im fertigen Produkt auch vorhanden ist und dass dem Einsatz im Klassenzimmer nichts entgegensteht. Wie eben schon gesagt, eben schon zur robusten Hardware, regelmäßige Aktualisierung auf Lebenszeit der Displays würde mir noch einfallen und vor allem auch bezogen auf Updates für Sicherheitsthemen. Ja, André, an der Stelle zitiere ich immer gerne meinen Großvater. Ne? Wer billig kauft, kauft zweimal. Ich glaube, das ist eine Lebensweisheit, die absolut, kann man auf ist, viele... Ganz genau, das ist zum Abschluss natürlich eine sehr wichtige Lebensweisheit. Einfach, aber halt auch präzise tatsächlich. Ganz genau. Ja. Ja, also es hat mir sehr viel Spaß gemacht, wie immer. Na klar, es war wirklich, wirklich unterhaltsam für uns. Und wir hoffen, Sie hatten auch sehr viel Spaß beim Zusehen und beim Zuhören. Nochmal die Erinnerung, das Ganze auch als Video in die Beschreibung des Podcasts gucken, für den Fall, dass Sie nur zuhören. Und ganz herzlich bedanken wir uns natürlich auch bei unseren Herstellern, bei Christian Schweiger von Smart und Gerin Holz von Promethean. Genau. Ganz genau. Ganz genau. Ja, abschließend dann vielleicht noch schon mal, es geht weiter mit unserer Markenallianz, mit unserem Podcast und wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Verrätst du schon, um was es gehen wird in der nächsten Folge? In der nächsten Folge wird das Thema pädagogische Software im Vordergrund stehen. Ganz, ganz wichtiges Thema, wird oft unterschätzt. Absolut. Und da wird ein, glaube ich, sehr, sehr interessanter Inhalt bei rumkommen. Und da freuen wir uns schon sehr drauf. Ich freue mich auf jeden Fall schon. Ja, dann bleiben Sie uns gewogen, schalten Sie wieder ein, wenn es zur nächsten Folge geht und wir freuen uns. Bis bald. Ciao. Bis bald. Tschüss.